Shalom und herzlich willkommen zurück zu Angst. Mensch, da haben wir uns ja alle ganz schön erschreckt, als der Blitz in die Lampe, Laterne, was auch immer eingeschlagen ist. Gut, dann wollen wir mal gucken. Da haben wir den Reflektor. Der Reflektor! Ja! Gut. Nachdem ich mich letzte Folge schon fast tot gesucht habe, nach dem hässlichen Mistding, sollte es kein Thema sein. Dann bauen wir den hier ein. Gut. Und dann zündeln wir doch einfach mal die Lampe an. Och, Magic. Und wie aus dem Nichts kommt sie. Aus dem Maisfeld. Hey, seht ihr das hier? Seht ihr das? Diese wunderschöne Umrandung? Ah, herrlich, herrlich. Das ist Professionalität vom Feinsten. Ah, die guckt mich gerade so verliebt an. Mal gucken, was sie sagen will. Das war gerade Facebook. Ach, das ist schauspielerisches Talent, das ist vom Feinsten. Vom Feinsten. Okay, es tut mir übrigens leid, dass jetzt nebenbei gerade eine Facebook-Benachrichtigung hochgesprungen ist. Und ich glaube auch mein Telefon hat vibriert. Ja, Professionalität vom Feinsten. Gut, jetzt will ich natürlich die Aufnahme nicht beenden, abbrechen, wie auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass Facebook jetzt uns mal ganz kurz in Ruhe lässt. So. Tor Sekiri. Wir müssen den Sekiri stoppen. Auf einmal hat er seine Tochter auf dem Speicher eingeschlossen. Freak. Zeig aber auch irgendwie nicht so wirklich mitbekommen, was ich jetzt machen soll. Endlich konnte ich mich mit Frau Henderson unterhalten. Ich kann mir zwar noch keinen echten Reim auf die Geschichte machen, aber der Mann scheint wirklich den Verstand verloren zu haben. Er hat schließlich seine Tochter im Speicher eingesperrt. Ich muss dem armen Mädchen irgendwie helfen. Gut. Wisst ihr Bescheid? So. Ach, gucke mal. Ein Vorschaubild, wo wir die Raum noch nicht betreten haben. Diese Notizen werden mir dabei helfen, die Übersicht nicht zu verlieren. Okay, alles klar. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in diesen Raum rein. Hat mir die Olle jetzt eigentlich irgendwas gegeben? Musste ich jetzt irgendwas mitnehmen oder so? Wagenheber habe ich. Nee. Hier haben wir alles. Gut. Ja, ein Hoch auf Shortcuts. Dann werden wir mal hier in den Flur zurückkehren. So. Ja, wir haben das Mädchen ja eigentlich schon gefunden gehabt. Sie hat uns ja das Zeichenbuch gegeben mit diesen lustigen und äußerst professionellen Zeichnungen von Papierfliegern. Okay. Wir brauchen ja noch einen Schlüssel für das Medizinschränkchen. Aber abgeschlossen. Das haben wir ja vorhin auch schon freigelegt. Aber was das so wirklich zu bedeuten hat, das wissen wir noch nicht. Vor allem muss ja ein ordentlicher Windzug herrschen, wenn das Handtuch, die Tür und der Duschvorleger schön im Einklang. Okay.
Nu? Stolperfalle? Schiff? Ich kann den Teppich nicht weiter zurückklappen und das Regal ist schwer. Da, heb es doch mal an. Ach, wirklich jetzt? Geil. So. Das sieht aus wie das, wie die komischen Zeichen aus dem Bad, aber ich glaube, wir machen erstmal hier einen Ausflug ins Wunderland. Knieps. Das sieht auch ein bisschen creepy aus. Das ist alles so eigenartig. Jetzt bin ich ein Kind, das in seinem Zimmer spielt. Das sieht ein bisschen trist aus, aber was willst du machen? Müsste da nicht noch eine zweite Glocke hängen? Ich weiß, wo noch ein paar Glocken hängen, aber das ist ein anderes Thema. Nehmen wir die hier. Klingelingeling. Oh, Magic. Wir haben Geburtstag. Ohne Kuchen ist es kein richtiger Geburtstag. Aber ich brauche mehr Kerzen. Nehmen wir einfach hier. Und hier. Eine fehlt scheinbar noch. Was haben wir hier? Ist das eine... Hä? Tja. Immer noch creepy. Immer noch sehr, sehr creepy. Hier reißen wir noch ein bisschen Tapete ab. Ah. Vor allem eine Kerze hinter der Tapete. Wer kommt denn auf so eine komische Idee? Gut. Der Geburtstagskuchen hat jetzt den weiteren Teil des Bildes frei gebrannt. Samir, ist das Ding wirklich für Kinder gedacht? Was ist das? Okay. Ach, das ist ein Diaprojektor. Das ist ja mal interessant. Ein Drache. Okay, so wird ein Schuh draus. Können wir... das war's. Hier haben wir einen Schallplattenspieler und eine Schallplatte. So. Da haben wir Paddington Bär. Und was ist, ein Arm. Lieber Arm ab als Arm dran, ne, wa? So. Huch, was ist denn mit diesem Spielzeug passiert? Da fehlen aber einige Teile. Tja, was ist denn nur mit diesem Spielzeug passiert? Das frage ich mich auch. Hier haben wir ein Puppenhaus, Bilder. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Spielgeld. Ohne Clown ist das Kästchen nicht komplett. Und wo soll ich jetzt... Ah. Immer noch creepy. Ich mag Clowns nicht. Hier haben wir einen Zwacken. Wir brauchen noch der Fünfer. Als Kind hatte ich auch so einen Bus. Ich brauche bestimmt einen Schlüssel zum Aufziehen. Guck mal mal. Bilder, Bilder, noch mehr Bilder. Da haben wir den Fünfer. Kling. Was haben wir? Ah, ein Schlüssel. So. Das ist ja mal richtig typisch. Ja. Wir brechen hier in dieses Haus ein. Wir stellen alles auf den Kopf. Wir machen das kaputt. Wie und ach, was ist... Ist das ein Tortilla-Chip oder? Ich hab deine Nase. Trotzdem eine Creepy-Puppe. Don't you say it, Zachary. She's coming back. Oh mein Gott. Aber diese Symbole müssen Hinweise sein. Ah, die kommen mir bekannt vor aus dem Badezimmer. Blume. Pink Floyd Dreieck. Komischer Kreis, Schiff. Und das hier merken wir uns auch irgendwie. Gut, dann nehmen wir mal eben schnell zurück. So. Ich glaube, das passt. Dann hatten wir...
ich hab's schon mal vergessen. Aber das Pink Floyd Dreieck haben wir hier. Das Schiff haben wir hier. Ja, gut, ich erstmal Geld klauen. Warum auch immer man da hinter Geld verstecken sollte. Der Lizard, das Eidechsen-Emblem. Okay. Aber ich sag mal. Oh. I told you to get out of here. You just wouldn't listen. Well, this is for your own good. Boah! Da hat er mich voll gebitchslappt. Heftig. Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Das sieht mir hier aus wie so ein Luftschutzbunker oder Zacharys geheimer Pornokeller oder irgendwas in der Richtung. Da hat er die Alte voll gebitchslappt. Fass es ja wohl nicht. Was haben wir hier? Einen Hut? Die Schnur ist ziemlich fest. Aufreißen kann ich die Naht nicht, wenn ich hier irgendwo etwas Scharfes oder Spitzes finde. Haben wir hier einen Knopf? Kann man die Jacke noch irgendwie runternehmen oder das? Nö, ist nicht weiter. Da hat er die Alte voll gebitchslappt. Ich fasse es ja wohl nicht. Vor allem, gerade wo ich noch in einem anderen Raum noch nicht mal fertig war. Na, egal. Was haben wir unten? Was steht da? Hans? Keine Ahnung, ob ich. Sieht auch so ein bisschen creepy aus mit diesem Bären, der so lassiv auf diesem Bett liegt. Was haben wir hier? Der Medizinschrankschlüssel. Bunker. Medizinschrankschlüssel. Es ist auch das Schöne am Deutschen, diese unglaublich langen, komplizierten, verrückten Wörter. Da gehört bestimmt ein Schild hin. Ja, sicherlich. Gucken wir, finden wir. Erstmal Geld klauen, ganz wichtig. Was haben wir hier? Das Stromkabel ist weg. Was ist das? Ach, das ist das Schild oder ein Holzschild, okay. Was haben wir hier noch? Scheinbar nichts. Ah, okay. Also auch wieder ein Projektor, eine Leinwand. Aber irgendwie sehe ich jetzt. Das Stromkabel liegt doch hier vorne. Ist das nicht das Stromkabel? Hm. Was haben wir hier? Rostige Nagel. Gut, alles klar. Noch ein bisschen Geld klauen. Gebackene Bohnen. Was auch immer Rotes. Das sieht aus wie Stierhoden. Erstmal weg damit. So. Ein adoptiertes Mädchen? Also ist Emma nicht die leibliche Tochter. Adoptionsurkunde. Emma Roberts. Hiermit wird bestätigt, dass Emma Roberts von Herrn und Frau Henderson adoptiert wurde. Datum 13. Mai 1955. Das soll die Urkunde sein? Ich meine. Herrn und Frau Henderson. Wäre es nicht irgendwo ein bisschen, ich sag mal, sinnvoller, wenn da stehen würde Herr Zachary Henderson und Frau Abigail Henderson? Und das alles ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das damals gemacht wurde. Ich bin da jetzt nicht ganz so firm. Da haben wir die Filmrolle, die können wir ja gleich mal hier reinpacken. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen kurios. Ja, ich weiß, dass das Stromkabel weg ist. Mann, ey. Das ist ja jetzt nur wirklich. Was haben wir hier? Tomate, ein Hund, Mais. Hier fehlt etwas Wichtiges. Der Betriebsschalter vielleicht? Na, was ein Zufall, dass wir hier einen Knopf mit Sprungfeder haben. Das ist quasi eine Art Minispiel. Yeah! Das war zu früh. Ah. Und der Hund sammelt ein und. Ah, okay. Stirb, Krähe! Du auch!
Ja, es war zu früh. Jetzt haben wir's. So, 5 brauche ich noch. Bam! Ins Gesicht. Zack. Und mit dem Stock auch nochmal. Klatsch. Alter, pass mal auf, die Krähe wird weggeklatscht. Und auch du musst den Himmel verlassen. Damit unser... Ich hab keine Ahnung, was das überhaupt für eine Hundesorte, Rasse, wie auch immer ist. Hundesorte, das klingt wie so eine feine Auswahl von Lebensmitteln. Eine Hundesorte. Aber nur in China essen sie Hunde. Hä? Hä? So. Es ist wirklich interessant, wie dieses Spiel hier gewonnen. 74. Ich glaube nicht, dass das meine Gesamtpunktzahl ist. Okay, ich habe gewonnen. Aber auf dem Zettel stehen nur 2 Zahlen. Ja, dann nimm dir die Zahlen. Okay, geht es scheinbar nicht. Hier passiert auch nichts mehr. Dann gehen wir halt mal wieder zurück. So. Wir haben mal das Holzschild. Das können wir doch gleich mal hier einbauen. Verrückt. Oh, noch ein Minispiel. Gucken wir mal. Klack. Bauen wir mal den Pool auf. Das sieht mir alles ein bisschen aus wie... Genau, machen wir hier beiseite. Wie das Motel selber. Vielleicht sind das ja irgendwelche... das ist nämlich an das echte Schild des Motels. Da fehlt ein Ventilrad. Okay. Was haben wir hier? Brauchen wir Batterien? Wo kriegen wir die her? Ohne Benzin kommt der Laster nicht weit. Ach, hier haben wir eine Zapfsäule. Okay. Die Straße scheint noch nicht ganz fertig zu sein. Ich muss sie reparieren, sonst kann der Laster sie nicht benutzen. Ja, ergibt Sinn. Aber was ist denn jetzt hier mit... Kann ich jetzt vielleicht... Nee. Kann ich nicht. Hier ist noch ein Straßenteil. Und hier ist die Straße fertig. Na denn, feuerfrei, Laster. Technik, die begeistert. Motel. Dann haben wir jetzt hier die Batterie. Okay. Natürlich die Frage. Ah. 1963. Den Pool noch aufgefüllt. Ach, da haben wir den hässlichen Maiskolben. Sieht aus, als wären all diese Verbesserungen geplant gewesen. Davon sind wir allerdings ganz weit entfernt. Okay, kann man hier noch irgendwas machen, oder? Hatten wir schon? Okay. Gut, 1963. Schauen wir mal. Vielleicht... Hat er gesagt, was Scharfes oder Spitzes? Wir könnten ja mit dem Nagel vor... Ja, gut, klappt. Sitz auf drin, läuft. Was haben wir hier Schönes? Dieser Bunker soll so sicher wie möglich sein. Also habe ich sichergestellt, dass sich die Luke nicht so leicht öffnen lässt. Ich habe Hinweise zur Kombination zurückgelassen, für den Fall, dass meine Familie ohne mich auskommen muss. Okay. Warte mal. Das sieht aus wie eine Kritzelei vom Modell. Das könnte das Spiel hier sein, das könnte... Was heißt, könnte? Das wird der Dia-Projektor sein. Warte mal, wir hatten noch hier die 74. 1963, also 63, 74. Jetzt brauchen wir bloß noch die Zahl. Wahrscheinlich für den Ausgang, wa? Ja, definitiv. Betriebsblend, hier haben wir das Stromkabel.
Okay. Ja, das ist richtig, ja. Hatten wir hier die 74. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was die letzte Ziffer ist. Und dann können wir aus diesem Bunker entkommen. Okay. Dann packen wir jetzt mal hier das Stromkabel dran. Läuft. Och, guck mal, der Säckeri. Oh mein Gott. »1955, okay. Das waren die Hendersons mit ihrer Tochter. Okay. Welche braucht man, die vordere oder hintere Zahl? Die hintere. Alles klar. Nu mach zu hier. Ah. Okay, haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen? Von hässliches Spiel. Ja. Das. Da ist nix. Der komische lastive Bär. Haben wir noch irgendwo was? Nope. Nope, nope, nope. Das haben wir hier. Haben wir auch alles. Das waren die Hände, sonst mit ihrer Tochter. Ja, wissen wir doch bereits. Okay. Gut. Dann geben wir hier noch die letzte Zahlenkombination ein. Und es ist offen. Welche Schrecken werden uns draußen erwarten? Was wird passieren? Seid gespannt.